So, Leute, ich glaube, es ist mal wieder Zeit für ein Statement. Ich habe mich jetzt lang zurückgehalten mit einem Pipapo. War jetzt beim letzten Video extrem harte Kritik, weil ich mal die Worte dick und fett im Mund genommen habe. Dafür will ich mich entschuldigen. Ist eigentlich, doch ist meine Art. Wie gesagt, es weiß weder die Person, dass ich sie als dick oder fett beschimpft habe, noch sonstiges. Und im Endeffekt, ja, ich hätte es wahrscheinlich piepen sollen, daraus machen sollen. Und man sollte auch niemanden diskriminieren, weil er dick, fett, dünn, groß, klein oder was weiß ich ist. Ja, und ihr wisst selber, dass ich oft genug über mich auch Scherze mache. Ob sie jetzt wahr sind oder nicht. Und ja, bloß, dass das Thema hier mal vom Tisch kommt. An dem Tag war ich jetzt allgemein relativ angepisst, weil also die Videos, die ich hochlade, die sind ja jetzt nicht immer unbedingt nur von einem Tag. Ne? Ich versuche ein paar Sachen zusammenzuschneiden, dass ein bisschen Abwechslung da ist immer und auch, ja, dass es ein bisschen angenehmer ist zum Angucken. Die Tatsache war, dass einfach innerhalb von 1,5 Wochen ich knapp 2.700 € verknallt habe, dreimal auf 100 € gekommen bin, einmal auf 140 und sonst nichts kam und wahrscheinlich war ich da einfach ein bisschen angepisst und gereizt. Und das Problem an sich einfach bei der Person, die ich beschimpft habe, ich glaube kaum, dass sie Videos schaut, aber wenn, dann entschuldige ich mich bei ihr, auch wenn sie nicht weiß, dass sie gemeint ist, dass die mich immer zu angreift und mir immer über die Schulter gehakt und ach, ich deswegen, also nimmt es mal nicht übel, kleine Fehltritte passieren jedem mal und wenn es danach geht, in einem Video, wo ich jetzt mal was gesagt habe, wo jetzt nicht wirklich extrem ausfällig war, auch wenn es nicht okay war, kommen auf einmal alle Moralaposteln, wobei ich unter jedem Video stets und ständig beleidigt werde als Hurensohn oder meine Frau beschimpft worden ist auf übelste und da kommt keiner um die Ecke und sagt, ey, stopp, so geht es aber nicht. Das finde ich immer ein bisschen so, das ist so doppeldeutig, was heißt doppeldeutig, ist das falsche Wort. Wie nennt sich das? Das ist auch nicht scheinheilig. Es spiegelt einfach unsere Gesellschaft wieder im Moment, ne? Ja, das wollte ich zu dem einen Thema sagen. Das andere ist, versucht mir nicht vorzuschreiben, wie ich spiele, ob ich richtig spiele oder falsch spiele. Es ist Glücksspiel. Es hat damit nichts mit richtig oder falsch zu tun. Selbst wo ich dann manchmal hingucke und sage, Alter, der spielt total falsch, dann hat er auf einmal einen riesen Betrag auf dem Geldstand, auf dem Geldspeicher. Deswegen, das kann man so gar nicht sagen. Was aber Tatsache ist, ich unterhalte mich ja mit mehreren Leuten auch, die ich von meiner Anfangszeit noch kenne, auf YouTube von damals, mit denen ich auch Kontakt habe. Und jeder sagt, dass es einfach noch eine Katastrophe ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr alle verarscht werden wollt. Ihr wollt einfach verarscht werden. Ihr wollt nur noch die Gewinne sehen. Aber poste ich nur Gewinne? Hagelt's Kritik, dass ich nicht die Realität zeige? Zeige ich die Realität, wie ich wirklich von Anfang an bis Ende spiele? Alles wieder was für ein Müll, lad es nicht hoch oder solche Sachen. Also egal, was man macht alles nur noch falsch. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Von den Dislikes mal abgesehen, dann ist es halt so, wenn ich mir andere Casino-YouTuber anschaue, ist es ähnlich. Bei manchen ist es aber komplett anders. Da werden sie gefeiert, auch wenn sie auf 20 Cent spielen oder sonstiges. Wenn sie 10-mal Werbung haben innerhalb von 10 Minuten. Ich hau gerade mal 3-mal Werbung rein. Aber davon abgesehen. Es sind halt ein paar Sachen, die ich so nicht verstehe, oder vielleicht bin ich auch zu blöd, oder ich verstehe es nicht. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass die Leute nicht wollen, dass ich was gewinne, dass meine Art auf den Sack geht, dass meine Stimme scheiße ist, dass ich nicht mit Frau gehen sollte. Lauter solche Geschichten. Aber Leute, ganz ehrlich, ob Mann oder Frau, das ist doch meine Sache. Und ihre Sache.
Ich würde niemanden zum Glücksspiel irgendwie verleiten wollen oder ähnliches. Ich bin auch der einzige Casino-YouTuber, der mehr als genug Warnungen reinschreibt. Und ja, wenn es euch doch nicht passt, meine Videos, dann schaut sie doch einfach nicht an. Ich habe das Thema schon oft genug angesprochen. Ich verstehe es nicht, warum man Leute abonniert oder anschaut, nur um sich zu beschweren oder um sich aufzuregen. Ich kann solche Videos selber nicht gucken, wenn ich mich aufrege. Dann schaue ich sie auch nicht. Ich glaube, YouTuber, die habe ich gefeiert. Ich kann sie nicht mehr gucken. Vielleicht, weil man rausgewachsen ist oder weil man Ziele und seinen Fokus auf was anderes gelegt hat. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wäre einfach mal schön, wenn sich jeder einfach mal ein bisschen Gedanken macht und überlegt, welche Ziele er verfolgt, indem er auf ein Video klickt. Wenn er weiter haten wollt, dann hatet weiter rum. Das ändert an meiner Einstellung nichts zum ganzen Thema. Ich werde weiterhin meine Videos machen. Und ob ich sie auf 10, 20 Cent mache oder 1 oder 2 Euro. Ob ich Gewinne hochlade oder wie ich einfach nur spiele. Ob meine Frau dabei ist oder ob ich mir alleine am Sack spiele. Das sind alles Punkte, lasst euch die mal durch den Kopf gehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen auch auf gar nichts mehr reagiert, eigentlich großartig in den Kommentaren oder allgemein mich damit befasst. Wollte einfach mal abwarten, beziehungsweise weil ich selber auch nicht weiß, wie reagierst du am besten drauf. Weil einerseits hast du den Bereich YouTube und andererseits habe ich den Bereich im echten Leben, wo ich dann auch sehe, wie die Leute reagieren, wo sie dann ewig cool sich mit mir unterhalten, übelst nett sind und alles und sagen, sie feiern alles und ist alles ganz cool. Deswegen ist es knifflig, ne? Tricky. Auch so Kommentare, wo dann jetzt war mit dass das Schneiden und so weiter keine Arbeit ist, vielleicht ist das keine Arbeit. Aber im Gegensatz zu anderen Casino-YouTubern mache ich mir richtig Mühe, teilweise noch beim Video schneide Sachen richtig geil zusammen, untermale mit Musik, mache hier ein paar Sachen, da ein paar Sachen. Aber davon abgesehen, das ist nicht die große Arbeit. Die große Arbeit ist das Rendern, wo halt immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, der Upload, dann Thumbnail erstellen und die ganzen Beschreibungen und alles, wo ich reinmache, weil ich mache auch noch alle Spiele, die ich immer gespielt habe, Verknüpfungen, Pipapo, etc., tralala. Und davon abgesehen habe ich auch noch einen Job. Wenn ich dann von 7 Uhr früh bis 8 Uhr abends nicht daheim bin und dann noch Sachen machen muss. Das heißt, wir müssen ja noch Essen machen, wir müssen einkaufen gehen, wir müssen auch mal die Wohnung sauber machen. Ich muss ja auch zocken. Entschuldigung, Stimme versagt. Ich muss ja auch zocken gehen. Das alles nimmt ja unheimlich viel Zeit in Anspruch. Mittlerweile, vom Geld abgesehen, reicht es ja nicht mehr, dass du mal ein, zwei Stunden Spiel gehst und ein bisschen Videomaterial hast. Es gibt ja Phasen, wo du wirklich einen ganzen Tag mit 300, 400 Euro drin bist, hast nicht einmal Freispiele. Alles schon erlebt. Alles. Also, ich will jetzt auch keinen Preis oder Orden dafür haben. Ich mache das freiwillig. Und ich bekomme ja auch dafür Geld, weder von einem Casino oder sonstigen. Oder vom Staat noch, was weiß ich, sondern halt von YouTube, ne, durch die Werbeeinnahmen. Aber die sind ja gerade mal im dreistelligen Bereich. Und mit einem dreistelligen Bereich, und das weiß jeder, der selber lang genug jetzt dabei ist und auch die neuen Kisten verfolgt, du kannst selbst 5 Videos, kannst du, wenn es normal läuft, nicht auf diesen einsetzen. Sagen wir mal von 30 bis 40, 50 Cent. Nur. Da reichen keine 500 Euro, auch keine 1000 Leute. Ihr müsst im Monat rechnen, was ich investieren muss. Sind um die 2000 Euro, dass ich den Scheiß Content, den ich jetzt habe, überhaupt bringen kann. Und das ist krass.
vergessen viele. Es ist, wie gesagt, ein reines Draufzahlgeschäft für mich. Es ist nicht wie bei dem wohlbekannten, allseits beliebten Moneymaker, der seine 5.000 bis 6.000 € wahrscheinlich im Monat hat. Da könnte man es locker finanzieren. Das heißt locker, kommt ja dann auch immer drauf an, aber das ist schon ein anderes Ding. Ich finde es auch immer krass bei YouTube, dann gibt es immer so Phasen, werden alles so hochgelobt und andere dann gehatet und man vergisst so schnell auf YouTube. Moneymaker hat am Anfang auch ganz andere Sachen gemacht. Was er jetzt macht, ist Top-Unterhaltung für die Leute und es gefällt den Leuten und alles. Damals, Mittelfinger zum Automat, freilich auch viel gehatet worden und alles, aber Riesenhype gehabt. Hat auch nicht alles richtig gemacht und so weiter. Jetzt ist er weg, total weg vom Fenster. Schon seit langer Zeit jetzt hört man nichts mehr von ihm, gar nichts. Und vermissen tut einen auch keiner was. Egal, was du machst oder nicht, ob du den Leuten Gefallen tust oder auch einen Gefallen tust, interessiert dann nach ein paar Wochen keinen mehr. Von daher nehmt es doch alles ein bisschen entspannter. Feiert die Art der Unterhaltung. Und wenn euch das nicht passt, wie Leute spielen, dann verzockt euer eigenes Geld. Ihr sagt, mich zwingt keiner. Ich gehe so oder so in die Halle. Vielleicht gehe ich dadurch, dass ich Videos machen will, ein bisschen öfter und mache manchmal ein bisschen mehr Risiko, als ich eigentlich müsste, wollte, wie auch immer. Aber ja, jetzt quatsche ich schon wieder hier fast 12 Minuten. Tut mir auch leid. Aber manchmal wünscht man sich einfach auch ein bisschen mehr Feedback von der Community und nicht nur, dass die Lautschreier, die sich immer nur beschweren und alles, den größten Punkt eines Kanals einnehmen. Weil die Realität schaut ganz anders aus. In diesem Sinne, ihr könnt gerne Verbesserungswünsche reinmachen oder auch sachliche Kritik, ne? Ohne beleidigend zu werden. Habe ich überhaupt keine Probleme damit. Wie gesagt, das dicke Fett war bestimmt falsch, dass ich das so gesagt habe oder dass ich auch drin gelassen habe. Aber ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch was.